Der Preis für den Sieg. Die Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Ende der 1930er Jahre erstreckte sich die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik über drei Viertel der heutigen Ukraine. Gebiete, die überwiegend von Ukrainern bewohnt wurden, gehörten außerdem zu Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei. Die westlichen Demokratien entschieden sich gegen den Schutz der Tschechoslowakischen Republik vor den Ansprüchen Adolf Hitlers. Bei der Zerschlagung des Landes im März 1939 wurde die Karpaten-Ukraine als neuer Staat ausgerufen. Drei Tage später hat sie Ungarn, ein Verbündeter des Dritten Reichs, besetzt. Am 1. September 1939 griff das Deutsche Reich Polen an. Entsprechend dem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt besetzte die Rote Armee die von Ukrainern besiedelten Gebiete in Polen und Rumänien. Mit der Zusammenfassung der ukrainischen Gebiete in einen Staat erfüllte sich der Traum der ukrainischen Nationalbewegung. Die erste Euphorie kippte aber schnell in eine massenhafte Unzufriedenheit. Waren in der ukrainischen Sowjetrepublik die Bolschewiki als Bürgerkriegsgewinner an die Macht gekommen, so wurde der Westukraine die Sowjetmacht von außen aufgedrängt. Entwicklungen, die sich in der USSR über zwei Jahrzehnte hingezogen hatten, wurden hier in zwei Jahren nachgeholt. Anfangs die Verteilung von Grund und Boden an die Bauern und die Ukrainisierung der Kultur- und Sprachpolitik. Fast zeitgleich aber auch die Gründung von Kolchosen und Massenrepressionen. Nach dem Plan der Nazis sollte die Ukraine eine Kolonie des Deutschen Reichs werden. Die nationalsozialistische Rassentheorie sah Ukrainer als Untermenschen an, die von den Ariern geführt werden mussten. Einen Teil der ansässigen Bevölkerung erwartete die Vernichtung, den Rest sklavenähnliche Lebensumstände. Die Ukraine sollte das Deutsche Reich mit Lebensmitteln und Rohstoffen beliefern und auf ihrem Territorium sollten sich schrittweise Vertreter der sogenannten höheren Rasse ansiedeln. Am 22. Juni 1941 überfiel das Deutsche Reich die Sowjetunion. Zu diesem Zeitpunkt lebten fast 42 Millionen Menschen in der Sowjetukraine. Jeder sechste von ihnen würde später in der Roten Armee kämpfen. Die Hälfte davon würde fallen. 50% der Überlebenden würden kriegsversehrt heimkehren. Die deutsche Kriegsgefangenschaft bedeutete in fast 60% der Fälle den Tod durch Hunger oder Krankheiten. Und das war bewusst die Politik der Nazis. Jeder zwölfte Bürger der Sowjetukraine wurde in den Osten evakuiert und arbeitete unter schwierigsten Bedingungen im Ural, in Sibirien und Zentralasien für die Front. Von denen, die im besetzten Gebiet zurückblieben, starb jeder siebte. Die Besatzer exekutierten Menschen aufgrund ihrer Nationalität, ihrer Parteizugehörigkeit, realer oder erfundener Kontakte zur Widerstandsbewegung, des kleinsten Ungehorsams oder einer psychischen Erkrankung. Eine künstliche Hungersnot erfasste die größten Städte der Ukraine. Die Zerstörung des Gesundheits- und Sozialsystems führte zu einer erhöhten Sterblichkeit. Die Besatzer konnten ihre Pläne zur Ausbeutung der ukrainischen Wirtschaft aber trotzdem nicht umsetzen und praktisch nur Arbeitskräfte abziehen. 2,5 Millionen junge Männer und Frauen wurden zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich geschickt. Wem es unter der Besatzung gelang, sein Leben und seine Freiheit zu bewahren, der litt unter einer massiven Verschlechterung der Lebensbedingungen. 10 Millionen Menschen verloren ihr Dach über dem Kopf. Durch die Unterernährung verringerte sich die durchschnittliche Körpergröße von Jugendlichen um 5%. Ein Drittel der militärischen und zivilen Verluste der Sowjetunion fällt auf die Ukraine. Als die Besatzung endete, waren von den 42 Millionen Einwohnern noch 27,5 Millionen übrig. Die Bevölkerungszahlen der Vorkriegszeit wurden erst Anfang der 60er Jahre wieder erreicht. In der Besatzungszeit kämpfte die Mehrheit der Menschen ums Überleben. Kollaboration und Widerstand existierten zeitgleich. Die ersten pro-sowjetischen Widerstandsgruppen wurden von Soldaten der Roten Armee, die einem Kessel entkamen oder aus der Gefangenschaft flohen, von Kommunistinnen, Komsomolzen und parteilosen Jugendlichen gegründet. Die Nazis versuchten den Widerstand zu brechen und verwüsteten jene Dörfer, in denen sie Unterstützer der Partisanen vermuteten. Das Massaker im Dorf Gorykivka war die größte Strafaktion dieser Art im Zweiten Weltkrieg. Die Repressionen riefen jedoch den gegenteiligen Effekt hervor. Die Partisaneneinheiten wuchsen. Bis zu 200.000 Bürgerinnen der Sowjetukraine durchliefen sie. Gleichzeitig dienten nahezu eine Viertelmillion Ukrainer in der Wehrmacht, Waffen-SS
und Hilfspolizei. Unter ihnen waren sowohl Nationalisten als auch Gefangene, die sich so vor dem Hungertod retteten. Zu Kriegsbeginn kollaborierte die westukrainische Partei, Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, mit dem Dritten Reich und kämpfte in den Reihen der Wehrmacht. Die OUN wollte einen totalitären Staat unter dem Protektorat des Reiches gründen. Diese Pläne wurden aber von der nationalsozialistischen Führung nicht unterstützt. Nach der Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad formierte Stepan Banderas Fraktion der OUN eine eigenständige Streitkraft, die ukrainische Aufstandsarmee UPA. Die Sowjetukraine der Vorkriegszeit war ein Land von 5 Ethnien. Der Krieg fegte ganze Gemeinden, die hier jahrhundertelang gelebt hatten, für immer von der Landkarte. Bereits im Juni 1941 begannen Nazis und Kollaborateure mit der Vernichtung von Juden. In der Westukraine fanden unter Beteiligung der OUN Pogrome statt. Im September desselben Jahres führten die Nazis in Kiewa-Babinyar die größte Erschießungsaktion des Holocausts durch. Juden wurden in Ghettos zusammengedrängt und in Todeslager transportiert. Jedes vierte Holocaust-Opfer kam aus der Ukraine. Die nationalsozialistische Rassentheorie sah auch die totale Vernichtung der Krimtschaken und Roma vor. Zu Beginn des Kriegs verfolgten die Sowjets die polnische Minderheit in Galizien und Wolinien. In den Jahren 1943-44 wurden die Polen dann zur Zielscheibe der OUN, die sich eine ethnisch homogene Ukraine vorstellte. 60 bis 100.000 Menschen fielen den ethnischen Säuberungen zum Opfer. Während die Nazis vorhatten, sogenannte rassisch minderwertige Völker auszurotten, ließ Stalin jene Minderheiten deportieren, die ihm unzuverlässig erschienen. 1941 deportierten sowjetische Behörden 500.000 Volksdeutsche nach Sibirien und Kasachstan. 350.000 flohen gemeinsam mit der Wehrmacht aus der Ukraine. Nach der Rückkehr der Sowjets wurden 200.000 Krim-Tataren nach Zentralasien deportiert. 20-46% des gesamten krimtatarischen Volkes kamen dabei ums Leben. Erst 40 Jahre danach konnten sie auf die Krim zurückkehren. In der Ost- und Zentralukraine empfand die Mehrheit der Bevölkerung die Rückkehr der Roten Armee als Befreiung, in der Westukraine hingegen als erneute Okkupation. Zum wiederholten Male brach hier eine Welle der Gewalt aus. Ein Partisanenkrieg der UPA gegen die Sowjetmacht. Auf beiden Seiten gab es vorwiegend zivile Opfer. Die befreite Tschechoslowakei trat Transkarpatien an die Sowjetukraine ab. Polen und die Sowjetunion organisierten die Zwangsumsiedlungen der ukrainischen und polnischen Bevölkerung. Im Laufe der Aktion Weichsel wurden an die 150.000 Ukrainerinnen aus Ostpolen in die wiedergewonnenen polnischen Gebiete deportiert. Als die Wehrmacht in Europa niedergerungen wurde, bestand die Rote Armee zu einem Drittel aus Bürgern der Sowjetukraine. Der Ukrainer Oleksij Berest war im Mai 1945 am Hissen der Roten Flagge auf dem Reichstag beteiligt. Ein anderer Ukrainer, General Kusma Derevyanko, setzte dem Zweiten Weltkrieg ein Ende, indem er im Namen der Sowjetunion die Kapitulation Japans mit unterzeichnete. Zusätzlich zu den Millionen Leben und der kulturellen Vielfalt verlor die Ukraine auch einen Großteil ihres Gesamtvermögens. Die Ukraine war ein Agrarland. In den 30ern entstand hier jedoch einer der weltweit mächtigsten Industriekomplexe. Diese forcierte Industrialisierung wurde mit Menschenleben bezahlt. Über 3 Millionen Dorfbewohnerinnen verhungerten und Hunderttausende litten unter den Repressionen. 1941 wurden 550 Unternehmen in den Osten evakuiert. Das war die größte Umsiedlung der materiellen Werte in der Weltgeschichte. Die Rote Armee zerstörte auf ihrem Rückzug alles, was nicht verlegt werden konnte. So wurde zum Beispiel das Symbol der Industrialisierung der Ukraine, das Wasserwerk von Saporischschja, gesprengt. Andere Betriebsstätten wurden beim Bombardement zerstört oder verfielen während der Besatzungszeit. Die materiellen Verluste der Ukraine machten 40% der gesamtsowjetischen Verluste aus. Die Industrieproduktion fiel um 75%. Die verlegte Industrie produzierte im Hinterland weiter, wurde aber nach der Befreiung der Ukraine nicht zurückgeholt. Die geschwächte Republik musste die Kraft für noch einen Industrialisierungsschub aufbringen. Und das gelang ihr auch. Bereits nach 5 Jahren erreichten die Wirtschaftsindikatoren ihr Vorkriegsniveau. Der Krieg änderte auch die Geschlechterverteilung tiefgreifend. In der Altersgruppe 18 bis 29 kam auf 3 Frauen ein Mann. Der Wiederaufbau nach dem Krieg hatte ein überwiegend weibliches Gesicht. Die
ersten Nachkriegsjahre waren sehr schwierig. Die Städte glichen Ruinen und die Dörfer machten eine weitere Hungersnot durch. Auch die Hoffnungen auf eine Liberalisierung des stalinistischen Regimes nach Kriegsende erfüllten sich nicht. Die Ukraine erhielt internationale Anerkennung für ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg, als sie im April 1945 zur Mitbegründerin der Vereinten Nationen wurde. Bald verwandelte sich die Ukraine zur technologisch fortschrittlichsten Republik der Sowjetunion. 1950 wurde in Kiew die erste kleine elektronische Datenverarbeitungsanlage Europas gebaut. Stalins Tod im Jahr 1953 bereitete schließlich den Weg für Reformen und die Entstalinisierung. All das wäre ohne den Sieg über die Nationalsozialisten undenkbar.